Guten Tag, liebes Burgtheaterpublikum. Ich sitze hier im Studio und nehme einen Text von Max Reinhardt auf für die 100-Jahr-Feier der Salzburger Festspiele. Sie wurden 1920 zum ersten Mal durchgeführt und der einzige Programmpunkt war damals auf dem Domplatz der Jedermann. Interessant ist, dass Max Reinhardt 1917 praktisch parallel zum Verlieren des Ersten Weltkrieges eine derartige Utopie hier platziert hat, in der Denkschrift zur Errichtung eines Festspielhauses in Hellbrunn. Der Text ist von 1917. Bemerkenswert, die Parallelität zur heutigen Situation. Und welchen Stellenwert Max Reinhardt für die Kunst postuliert hat. Also, Max Reinhardt, Denkschrift zur Errichtung eines Festspielhauses in Hellbrunn, 1917. Neben vielen höchst bedeutungsvollen Erscheinungen, die unsere Zeit uns offenbart, ist auch die bemerkenswerte Tatsache zu verzeichnen, dass die Kunst, insbesondere die Kunst des Theaters, sich in den Stürmen dieses Krieges nicht nur behauptet, sondern ihr Bestehen und ihre Pflege geradezu als unumgängliche Notwendigkeit erwiesen hat. Die Welt des Scheines, die man sich durch die furchtbare Wirklichkeit dieser Tage ursprünglich aus allen Angeln gehoben dachte, ist völlig unversehrt geblieben. Sie ist eine Zuflucht geworden für die Daheimgebliebenen, aber ebenso für viele, die von draußen kommen und auch für ihre Seele Heilstätten suchten. Es hat sich gezeigt, dass sie nicht nur ein Luxusmittel für die Reichen und Saturierten, sondern ein Lebensmittel für die Bedürftigen ist. Nie zuvor sah das Theater seine oft bezweifelte Würde vor eine ernstere Probe gestellt und niemals hat es irgendeine Probe so ehrenvoll bestanden. Nach dem Kriege wird seine Aufgabe zumindest nicht geringer werden. Ganz besonders dann nicht, wenn, wie man glauben darf, die kommende Zeit noch lange den Ernst in ihrem Antlitz bewahren wird.